Hallo zusammen, ich hoffe, ihr seid noch alle da und wurde nicht mitgenommen in den Wald. Bei mir war er noch nicht da. Darum auch bin ich hier mit dieser Folge bei Clanvolk und schön, dass ihr alle da seid und wir machen weiter. Volle Geschwindigkeit. Ja, wir waren da absolut fasziniert von Alexander seine Musikkünste. Und besprecht, wer was baut. Die Zimmer werden bald soweit fertig dann sein. Wir schauen mal die Stimmung an. Ja. Umgebung, minus 550. Feltunica, Sack, Leinenhemd. Ja, das kommt dann auch noch alles. Zuerst schauen wir an, dass ihr hier vernünftige Wohnung habt. Zimmer. Stopp. Wir werden wieder abgelenkt von den blöden Wölfen. Alle rein. Dann haben wir eine andere Aufgabe wieder. Oh, das hindert uns wieder an unser Vorhaben. Abgelenkt, aber in dieser Ablenkung müssen wir hohe Prioritäten setzen. Ja, ich höre euch. Seid sonst noch irgendwelche da? Hier sind 2, 3, 4 Tiere. 1, 2. Oh, ja. Du kommst auch hier rein. Gut, wir lassen das ganz langsam laufen. Rennt rein. Springt. Die bleiben da. Ja, ihr könnt das verfaulte Essen nehmen. Überhaupt kein Problem. Rein. Habt ihr etwas gefunden? Nee. Stopp, du gehst noch was rein. Und hier, die Türe zumachen. Gut, volles Tempo. Wer geht auf die Jagd? Oh, geht die Evelyn auf die Jagd? Weil bei der fällt ja nicht mehr viel. Wo war die Jagd? 5, noch 525 her, ja. Die Evelyn steigt gleich zu Level 6 auf. Und die Evelyn ist auf Level 6. Wow. Habt ihr jetzt die Evelyn gesehen? Zack, bumm. Weg ist er. Einer ist weg. Ja. Und gut, einmal nach... Ah. Toilettegang wurde gestrichen. Ah, die muss noch etwas kochen. Der zweite, weiß ich nicht, wo der unterwegs ist. Ist er davon? Sieht so aus. Dann lassen wir mal die Schafe wieder raus. Müssen aber vorsichtig sein. Eine Jagd haben wir noch offen. Oh, schaut mal hier. Kaninchen. Und ein Kaninchen. Könnt die als Futter haben? Dann schauen wir, ja, hier sind alle drei. Jetzt baut doch da weiter euer Zimmer. Habt ihr keine Lust? Ich würde mich so freuen. Okay, der Bogen war kaputt. Und gut. Seid ihr wieder einsatzbereit und... baut die Zimmer. Ich kann es kaum erwarten. Komm, Evelyn. Ja. Oh, und wie sieht jetzt das schon so aus? Ihr seid mal, das Zimmer ist nicht mehr rot. Wird es noch grün? Ich traue da dem Fuchs nicht. Dem Wolf, sorry. Wir nehmen das, ja, wir lassen das jetzt mal ein. Und schauen, ob das auch noch grün wird. Aber die müssen halt schon da mal ein bisschen mehr bauen. Ja, komm, Alexander. Ja, die da unten genau. Aber das sind schon dann die neue Wände. Da sieht man ja gut, ob es dann die neue Wände sind. Und fleißig bauen. Und? Nein. Was macht...
Oh, habe ich den noch vergessen zu ersetzen? Bauwände. Den möchte ich als Ziegel haben. Und das machen wir dann nachher. Und den müssen wir zuerst kaputt schlagen, bevor wir hier wieder... Okay. Wo seid ihr denn alle hin? Pause gedrückt. Klar, dann geht nichts vorwärts hier. Da kann ich mich noch lange fragen, was ihr den ganzen Tag macht, wenn ich auf den Pausenknopf drücke und hier nichts weitergeht. Oh, die Holzdinger sind auch schon vorhanden. Dann lassen wir nachher auch die Steine hier mal abbauen und ergänzen dann durch die Ziegel, dass wir gleich alles tiptop rundherum gemacht haben. Dann schauen wir, ob das Dach auch noch hält oder das zusammenfliegt. Das ist noch die Befürchtung. Dann hätte mir auch mal ein anständiges Zimmer für den Daniel. Ja, hier unten könnt ihr da fertig bauen. Die ist da fleißig unterwegs. Ersetzen. Alexander, hier kannst du noch fertig bauen. Gut, wird das Zimmer schon. Ja, natürlich über Rot von den Steinen und vom Müll, wo hier rumsteht. Dann gibt es... Ah, ich komme das alte Baumaterial wieder zurück. Das ist auch wunderbar. Aber das Lehm wird ja immer wieder benötigt. Unsere Essenskammer. Und... Die Evelyn läuft hin und her und zack, bumm. Aber es ist trotzdem hier weiß. Und auch wenn wir hier eine schlechte Wand haben, sollte ich sagen, Schlachte. Da war ich schon wieder beim Schlachten von den Wölfen. Ausschau halten. Sieht alles soweit gut aus. Oh, die sind schon wieder müde. Da sind wir aber gar nicht weit gekommen in diesem Tag hier. Da waren wir am ersten Tag produktiver. Transporter 51, ja, bauen müsst ihr. Gut, nehmen wir das Overlay wieder mal raus. Dann können wir da auch mal das Ganze... Die bauen hier gar nichts rein eigentlich, die müssen das rausnehmen, weil ich hier einen Feuerschutz, also räumen die gleich den Raum auch auf, das passt doch soweit. Hier haben wir eine Steinwand, die könnt ihr auch gleich noch ersetzen durch Wände, mit Ziegel, habe ich denn da überhaupt noch Ziegel am Lager? 50 im Inventar, passt doch, das kommen wir schon noch etwas voran, weil so eine Wand braucht 5, sind 10 Wände. Unsere Schafe leben alle noch, ja. Und wir müssen uns da nicht drum kümmern, um die Sachen da, wo wir brauchen für den Winter, abgesehen von der Nahrung, aber haben wir auch schon 26 Tage, also gibt kurzes Pilz sammeln hier. Und gut, wäscht euch, macht Sachen. Passt alles. Da können wir, ja, Heu haben wir auch genügend. Wahnsinnig, wie es hier momentan rund läuft. Blut haben wir und jetzt arbeitet weiter. Evelyn, komm! Okay, braucht Holzkohle. Und dann. Ah, Lehm. Ist schon wieder alles weg. Ah, die macht hier. Oh, das mit dem Bauen geht einfach nicht so schnell voran. Ja, guck, okay. Toilettengang ist bewilligt. Der ist auch so. Baut weiter. Und die könnt ihr auch mal machen. Dann kann ich hier mal noch den Rest mal fertig machen.
Ja, wir haben ja genügend Material. Ja, jetzt geht's wieder los. Super, Evelyn. Oh, du kommst da nicht. Ja, ja, von hier. Da kommst du noch raus. Das passt so weit. So, muss ich schnell kurz weg. Bin wieder da. Und das erste Zimmer ist schon komplett oder fast komplett fertig. Da fehlt nicht mehr viel. Ja, dann können wir mal die Wand nachher gleich abbauen. Da müsst ihr noch bauen. Genau, die drei könnt ihr auch schon. Dann sehen wir jetzt, langsam geht es vorwärts. Genau, schaut mal hier hin. Nicht einsperren. Schön von außen. Wunderbar. Dann gehen wir gleich hier hin. Und sagen Aufgaben. Bergbau. Ja, den müsst ihr noch machen. Den können wir wegnehmen. Dann können wir, der sollte ja, baut jetzt der das weg oder nicht? Weil hier können wir das Ganze mal so machen. Das funktioniert. Und die müsst ihr noch machen, genau. Weil hier kommt dann die Türe rein. Alexander ist fleißig dran. Ja, da kann wirklich sein, dass wir die zuerst abbauen müssen. Dann machen wir das so und hier machen wir so. Es schaut und der Raum. Und das geht hier ruckzuck. Dann können wir hier dann gleich noch die Wand setzen. Nicht der Ziegelboden, sondern zuerst die Ziegelwand. Ja, die Türen. Holz dir. Zack, bumm. Und dann sagen wir hier eigentlich auch mal gleich Aufgaben abbauen. Dann könnt ihr diese auch abbauen. Ja, mach das mal hier so. Mach das mal so. Das wäre so. Jetzt schauen wir mal das Dach an. Passt. Oh, ich hatte es ein Loch gegeben. Habt ihr gesehen? Das können wir nachher wieder zubauen. Das ist kein Problem. Dach weg. Was ist denn hier jetzt? Seid ihr da am Bauen oder? Ah ja, da seid ihr am Bauen. Gut, es ist Abend. Das passt soweit alles. Musst du da schon einmal Pausen drücken, damit ich die Uhr im Überblick habe. Jetzt habe ich es schön und richtig gesagt. Und hier neigt sich der Tag auch schon wieder zu Ende. Der schöne Frühling. Und wir haben hier noch 3, 4, 5 Plätze für 5. Das passt alles soweit. Ja, dann gibt die mal 2 und 2 Tiere sind 4. Gibt 9. Das sollte ja dann soweit auch genügen. Oh, ich wollte gerade zuhören. Ja, bald. Bald habt ihr neue Schlafräume. Lange geht's nicht mehr. Das könnte... Stopp. Aufgaben. Ich möchte nicht immer jagen gehen.
Ein zweiter noch. Prio hoch. Sonst noch welche? Ne, die sind zu zweit. Ihr seid alle drin. Ihr bleibt da drin. Ihr kommt da nicht raus. Zu eurer Sicherheit. Schlaft, schlaft. Macht vorwärts. Die schlafen auch. Oh, wir haben davon gerade gehabt und da ist schon eins da. Und gut, wir haben schon wieder 6 Tiere. Noch 2 und wir sind wieder beim Anfang. So, besprechen, besprechen und jagen. Jagen, bevor die noch rausgehen da. Ja, Evelyn, super. Ja, schon ein Treffer. Kommt der zweite, dann... Ja, schaut mal. Nee, die ist einfach fix. Und was macht der? Haut der ab? Wenn ja, dann werden wir sie gleich die Schafe wieder rauslassen. Plups, weg. Gut. Macht die Türen auf für die Tiere. Ihr habt Durst. Zack, zack, bum, bum. Dann kann der Alexander da gleich die anderen hier wegnehmen. Oh, der war schon dran. Der war hier schon fleißig am Arbeiten. Dann können wir dann gleich Bau, Wände und Zäune. Na komm, mach weiter. Den Ziegel haben wir schon wieder. Jetzt zeigt es einfach oben nicht an. 90. Oh. Hier runterziehen. Und genau. Mach hier alles gleich durch. 2x Eisen noch. Und nachher sollte es ruckzuck gehen mit dem Abbauen. Machen wir hier zu. Die nimmt er einfach nur weg. Das passt ja. Machen wir hier zu. Und sobald wir die zu haben, dann machen wir hier auf und ziehen dann die andere Wände, weil die sollten ja nicht brennen. Zur Sicherheit nachschauen. Entflammbarkeit. Keine. Das passt. Objekte. Aufgaben. Bergbau. Und so sollte das Ganze funktionieren. Dann gehen wir hier gleich wieder zu hier rein und sagen hier Wände. Plups. Nee, das geht so nicht. Aufgaben. Plups. Und einmal Bau. Wände und Zäune. Die Ziegelsteine. Und hier auch zumachen. Und dann sieht das hier alles gut aus. Der Alexander hat keine Lust mehr. Schaut mal, wie es hier aussieht. Gigantisch. Der macht jetzt da auf. Das passt. Ich hoffe, das machen auch gleich wieder zu. Dass das hier nicht zu lange offen bleibt. Mal schön platzieren. Oh. Also das ist jetzt die kleine Abkürzung. Die Evelyn hat noch den einen Dings zugemacht. Wo gehst du hin? Hast einmal... Bist du im Kreis rumgelaufen? Ja! Das passt. Und gleich können wir unser Schlafzimmer umziehen. Nee. Wir müssen zuerst den Boden noch machen. Ah, jetzt ist das besser rot geworden. Interessant. Ja, wir müssen wahrscheinlich das Dach noch anschauen. Bau. Ja, baut die noch zuerst fertig. Bau, Dach. Braucht das Overlay. Und das Dach ist so weg.
Ja, hier haben wir das Dach noch. Aber hier müsst ihr das Dach nochmals bauen. Machen wir das Ganze so. Und dann die Dächer wieder weg. Dächer wieder an. Und hier haben wir es auch gemacht. Das passt. Und gut. Dann müsst ihr das ja wegräumen, weil ich ja hier gesagt habe, das ist ein Raum, der oder eine Fläche, die brennen kann, müsst ihr noch wegnehmen. Volle Geschwindigkeit ist am Laufen. Dann fällt danach nur noch der Boden. Den Ziegel hat es genügend. Schauen wir das an. Kommt, ihr schafft das noch. Gut, wir hätten noch einen Tag in dieser Folge. Dann sollte das mit dem Boden auch klappen. Die gehen schon wieder schlafen. Wir lassen hier das Ganze noch schnell an mit der Lagerzone. Plups. Dann nehmt ihr das automatisch auch gleich weg. Beziehungsweise nach dem Schlaf. Und ich bin dann happy und zufrieden. Raus könnt ihr noch, oder? Ja. Das Schlafgemach ist auch wieder gemacht. So, die Evelyn ist am Trinken. Der Alexander wäscht sich die Hände. Der Daniel war im Nahrungsmittellager. Hat schlechte Laune. Ja, die ist bald weg, Daniel. Die ist bald weg. Arbeit, ich habe keine Lust. Ja, ihr redet, besprecht, wer welches Zimmer hält. Und die haben ja ein Doppelbett. Also ich kann ja dann bald gleich noch ein Schild aufstellen. Hier ist ein Zimmer frei. Kommt, wir können einen neuen Bewohner haben. Ach, ist doch einfach toll. Redet, wo ist das Flötenspiel? Heute Abend kein Flötenspiel. Ach so. Die Gegend am Kontrollieren. Es sieht alles gerade gut aus. Das ist ein normaler Fuchs. Das sieht einfach grau aus, weil ich da... Ah, okay. Gut. Passt, dann lassen wir wieder mit Volltempo durchlaufen. Ja, jetzt sieht es da auch plötzlich gut aus mit dem Overlay. Bumm. Und rot. Okay. War eine Fehlanzeige. Und jetzt wieder raus. Sollte bald die Sonne aufgehen. Und er freut sich auf sein eigenes Zimmer. Auf ein großzügiges Zimmer, schau mal das an. Ne? Einfach grauenhaft gewesen. Besprecht ja. Heute bauen wir unser Zimmer fertig. Ja, aber wir müssen noch einen Ziegelboden noch herstellen. Ja, das machen wir gleich. Zuerst die Wände, dann die Ziegelboden und dann können wir die Bretter verschieben. Weil von der Temperatur her lassen wir es dann mal so sein. 7 Grad, das haltet ja schon aus. Werden wir aber verbessern, weil dann ist es ja schon bald Sommer. Oder macht ihr extra so lange, dass der Sommer erst später kommt. So, Dach. Die letzten 2 Wände. Ist ja nichts mehr viel. Alexander macht da, der Daniel macht Torf in den Ofen. Die Evelyn hat Blut dagelassen. Das Rülpsen eines Schafes. So, und jetzt vorwärts, go! Und die Evelyn muss schnell wieder Bretter herstellen. Die Türen habe ich ja schon überall. Die Ziegel werden hergestellt, passt.
Da können wir gleich auch den Boden machen. Evelyn. Ja, ja, ja. Sieht gut aus. Sieht nicht gut aus. Die Evelyn dreht wieder ihre Runde, solange sie noch kann. Geht da nach unten. Die letzte Wände sind, die letzte Wände sind erledigt. Da fällt noch das Dach. Es fällt nur das Dach und dann der Boden. Kommt, ich möchte den Boden herstellen. Oh, du kommst nur mit einem Stück weiter. Oh, das ist eine strenge Arbeit hier. Wie sieht denn das Dach jetzt aus? Also es ist dann noch ein Steindach. Die müssen ja einzelne Steine tragen. Dann kommen die auch mal wieder weg. Das passt doch. 6 Stück, da ist gleich ein Lager leer. Und der Boden, der sollte ja dann einiges schneller gehen. Plups. Alexander, plups. Noch 4. Bau. Böden. Hier hinein, Lagerzonen können wir dann gleich abbrechen. Plups. Und wir brauchen ja noch Fenster. Ein Fenster wäre natürlich nicht schlecht. Wo ist das Fenster? Machen wir mal so. Das sollte einfach genügen. Und noch 2-mal das Dach. Oh, schaut mal. Overlay, Overlay. Ich dachte, da wird der Boden grün oder so. Nix. Ach, kommt jetzt. Es ist immer noch Tag. Der Boden, der geht ja relativ fix. Ah, sieht schon gut aus. Ja. Gut, vielleicht ist das Problem, dass hier noch zu viel Abfall herumliegt. Komm, mach da die Zimmer fertig. Ich kann es nicht mehr warten. Es ist immer noch Tag. Das ist ja der Vorteil. Ziegel habt ihr genügend? Ja. Habt ihr hier? Ja, das Licht kommt noch. Das Fenster habe ich in Auftrag gegeben, Alexander. Anstatt zu reklamieren, kannst du ja das Fenster bauen. Anstatt hier, Arthur Huslin, okay. Anstatt zu reklamieren, weil das wäre ja Stroh. Stroh hätten wir genügend da. Ich baue sogar... ich baue sogar Boden unter der Wand. Toll. Der Daniel, der hat, glaube ich, sein Zimmer gefunden. Die Evelyn ist da fleißig dran. Plups. Ich freue mich, bis die da umziehen können. Auf jeden Fall. Die sind einfach happy. Und gibt ja einen Bonus von 10 ihnen. Die Evelyn. Ne, das ist nicht die Evelyn. Die Evelyn ist da. Die kommt wieder. Baut weiter. Oh. Ne, die braucht wieder Ziegel. Gut, dann können wir, ja, jetzt kamen wir nicht so weit wie geplant, aber die brauchen schon mal noch schnell die Fenster hier, damit wir ein bisschen Lichtschein haben in diesen Räumen. Dann können wir später hier auch weiterbauen mit Zimmern. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir hier dann so irgendwo müssen noch die Nasszellen hin. Weiß nicht, wie wir die platzieren. Und dann können wir hier mal so bauen, weiter, sag ich jetzt mal. Und da oben, dann können wir unser Gebiet hier so machen. Dann können wir dann sagen, okay, die Schafe sind dann hier in einem größeren Auslauf, etc. Dass wir hier alles safe machen. Und die hier auch nicht ungemütlich da schlafen müssen in einer... Gut, das sind ja einfach die Strohdinger, die hier kaputt sind.
oder der Dünger. Und dann werden wir uns ja in der nächsten Folge wieder treffen. Das wäre am Samstag wieder um 15 Uhr. Ich hoffe, euch hat der St. Nikolaus nicht eingepackt. Schreibt es doch in die Kommentare, ob er bei euch schon vorbeikam, ob ihr die Tradition noch habt oder nicht. Das würde mich doch sehr interessieren. Und dann werden wir eben, wie gesagt, uns am Samstag treffen. Ich freue mich, genießt den Donnerstagabend und dann bis zum Wochenende. Tschüss, euer Matti.